Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Vanilla LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir den Torrentwald betreten. Oh, ich glaube davor sogar schon. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Kratos, weil, ja, wir müssen ihn fertig machen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Origins Prüfung und so. Mein Hals. Okay. Ich weiß nicht, ob ich in der Richtung schon alles erkundet habe. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Wird ja schon nicht was passieren. Da bin ich hin. Aber ja, wenn ich was verpasst habe, dann habe ich es eben verpasst. Ich mag solche Ehrgärten nicht, deswegen. Oh geil. Ich habe glaube ich schon mit denen, ne? Ich mag solche Gärten nicht, deswegen gehen wir einfach schnell wie möglich weiter. Wo ich mich hier komplett verirre. Und das wird sowieso passieren. So, dann. Also nicht, da kann doch gar nicht mehr weit sein, wenn hier schon Speicherpunkt ist. Ich lasse Leute trotzdem noch mal aus der Gruppe. Weil wer weiß, wir müssen ja ihn, denke ich, bei einem Team haben. Deswegen lassen wir mal Vollgealter reingehen. Okay. Okay, da muss ich hin, dann gehe ich mal nach oben hin. Generieren, da generieren irgendwelche Blätter oder so. Ich hoffe, ich treffe noch mal so einen Drachen oder so, weil die bringen echt Geld und das will ich haben. So, was haben wir hier? Truhen, geil. Hab ich gar nicht gesehen von unten. Schutzring und Gewand der Hexer. Halbtransparent Schutzschild erzeugt. Okay. Ring der Hexer, Gewand der Hexer. Wo seid ihr? Dann, ja, Gewand der Hexer. Geht aber Intelligenz runter. Ja, muss ja auch mal auf den neuesten Stand kommen. Obwohl. Nee, ich will mehr Intelligenz haben. So, Runengewand. Und Ring hier. Ach so, ja. Wo war das? Schutzring hier. Nee. Oder? Was auch dafür habe ich schon mal bekommen. Schutzring, doch. Hä? Da war aber eine andere Beschreibung. Oder? Verringert physische Schäden, jedoch verstärkt. Was? Das ist ja vollkommen eine andere Beschreibung. Hier. Leck mich. Ja, wer nimmt denn das? Sagen du, ne? Verteidigung. Wo gehen wir dem mal, Dennis? Ja, schon nicht die bessere Robe anziehen. Nein. Ja. Wenn er schon nicht die bessere Robe anziehen kann, zieht er eben Ring an. Den habe ich überhaupt jetzt in der Truppe. Bessere, Regal, Zellos und Rain. Sehr gut. Na klar. Schon wieder fette Vieh hier. Aber was wollte ich noch mal einsetzen? Was muss ich noch mal lernen? Eternal Damnation. Kommen wir aus Destruction und Devastation. Jetzt warten wir 200 Mal ein. Und schon irgendwas muss das da bringen. Nö. Devastation, ja. Ja, ja, ich glaube, das war das, ne? Also irgendwas anderes machen, außer einige Angriffe. Oh, ey, so viel möglich einzusetzen, kann ich auch nicht machen. Ich weiß, das Spiel ist natürlich sehr gut im Erklären von Sachen, die man, von denen man auf alle, mein Gott, alleine drauf kommen sollte. Deswegen, ja, Sarkasmus. Versuchen wir mal. Ich kann einfach nur, wie blöd, irgendwas einsetzen, bis immer noch draußen, ne? Ja, okay. So, das sieht schon hier wichtig aus. Wichtig. So. Ist ja immer noch das gleiche Schema? Jo, ich glaube schon. Nur auch nicht. Ja. Ich glaube, hier geht's weiter.
Kann ich irgendwo so beschildert sein, wo ich hin muss? Zum Beispiel irgendwie so ein riesiges Schild Kratos hier. Mal dahin. Mein Gott, ist das nur riesig. Ich verirr mich doch irgendwie blöd. Na. Na. Na, jetzt bin ich wieder hier, ne? Jo. Gut, dann rechts und links kann man nicht hin. Geh mal da hinten zu diesen, das sieht aus, als wäre eine Wand hingeklatscht. Da ist eine Wand hingeklatscht. So, jetzt bist du da oben rauskommen, ne? Geil. Ich check's langsam. So, und du gehst jetzt nach unten, ne? Oder nach rechts. Was? Ich dachte, da unten wäre richtig. Oh Gott. Hier sind wir total richtig. Okay. Können wir nicht noch ein bisschen erkunden? Ja, aber er hat uns zweimal schon in den Hintern getreten. Da waren wir eine volle Truppe. Colette. Kleine. Na gut. Und das Lied kenne ich doch. Aus Celia. Ja, ist klar. Dürfte ich erstmal gucken. Weißt du, willst mich jetzt höchstwahrscheinlich zerstören, aber. Oh Gott. Au. Autsch. Au, au. Aber jetzt komm ich mal. Auch ein paar Sachen. So, kann man ausweichen. Ah. Ich kann auch go, Majinken hier. Aua. Aua, Hilfe. Für mal etwas Freiraum. Danke. Der ist schon leicht tot, was? Au, mach mal wirklich so viel Schaden. Ah. Kann ich auch. Mehr oder weniger. Ich habe keine TP mehr. Wie geht denn das schon wieder? Nein. Oh nein, 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 ich verrecke hier sowas an. Oh Gott. Au. So, ich will. Ein, auf damit! Na! 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 Gut! Sehr gut! Oh, den Kampf habe ich mir schwieriger vorgestellt. Vor allem, weil es ein Zweikampf war. あんたの負けだ。とどめを。ささないのか。俺は俺たちを裏切った天使クラトスを倒した。そして俺たちを助けてくれた古代大戦の勇者クラトスを許す。それだけだ。ようやく死に場所を得たと思ったらだ。Hey, das kann ich auch. Das ist ein Spruch aus Tales of Crisis F von seiner Karte, glaube ich. それじゃあんたが
Kommt er noch einmal her? Oh Gott sei Dank. Ich will irgendwie nicht, dass er stirbt, ganz ehrlich. また死にそうなったな。バカ野郎。死ぬなんて言っても Kratos, ach, jetzt sind seine Arme, die so verschränkt sind. Ich habe schon gedacht, was hat er für einen Oberkörper? Wieso erinnert der Typ mich irgendwie so an Sephiroth? So im letzten Kampf irgendwie. Er sieht fast genauso aus. ミトスとの契約は破棄され、もはやランビとたりとも我と我そのものを行使することはできぬ。誓いを立ててもダメなのかい？私たちにはエターナルソードが必要なんだ。エターナルソード。二つの世界を一つに統合したいんだ。そして大樹カーラーンを復活させる。このままじゃ 世界は永遠に搾取されあって、みんな絶望しまう。それは自らと違うものを認められない人という生きものの弱さから発生したことだろう。確かにそうかもしれない。でも間違いは気づけば正せるはずだ。取り返しのつかないこともあろう。それでもできる限りのことをしなくちゃ。 俺は諦めたくない。誰だって生まれたその瞬間から生きる権利がある。それを取り戻したいんだ。人もエルフもハーフエルフもドワーフも精霊も、みんな自分であるってだけで。オリジン、私は長い間この世界を救うのはミトスの言う理想にすがるしかないの。 かつてあなたがミトスの理想に共鳴したように、私もそれしか手段がないと思っていた。しかしロイドは違う。何かを変えるためには自分が動かねばならぬことを教えてくれた。誰かの力に頼り理想に共鳴しているだけではダメなのだと。召喚の資格を持つ者よ、誓いを立てよ。 オリジン、それじゃ今一度人を信じてみよう。お前が言った誰もが等しく生きられる世界のために私も自ら動く。契約者シーナの誓いはただ一つ、自分が自分らしく生きられる世界を、誰かが無意味な死の犠牲にならない世界を取り戻す。それだけだ。ではその誓いをもとに 15 Minuten, ich kann doch jetzt nicht schon Schnitt machen. Ey. Müsst doch mal an mein Let's Play denken, hallo? So Leute, du kommst mal rein, du hast Hintern getreten vorhin, deswegen. Ja, Schiene muss, glaube ich, wieder dabei sein, ne? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich nehme es jetzt mal einfach sehr stark an.
Ja, komm, machen wir den auch noch kaputt. Origin. Aber wir sind voll geil. So, das ist ja sehr gut. Da ist ein bisschen verrecken. Au. Sehr gut. Immer so ganz nebenbei. Okay, du musst nichts mehr. Du musst was, du musst was. Ja, ich steuere jetzt aber nicht Dingens. Dann sag ich so das Gefühl, ich bin überlevelt, oder? Ja, Zweikampf mit Kraft war ja richtig einfach. Au. Okay, habe ich doch nicht. Sehr gut. Gut gemacht. Also wenn ich so nach dem letzten Zweikampf hier gehe mit China gegen. Boah, wie ist der nochmal? Gut. Boah, wie ist der Typ nochmal? Der Typ auf Mitsu. Mein Gott, meine TP. Die sind so schnell weg. Hat jetzt eigentlich irgendjemand was. Hat jetzt eigentlich irgendjemand hier. Das, okay, jemand hat die blaue Sephira sehr gut. Und das wäre voll verschwendet dann. Oh, geh kaputt. Revitalisierung, sehr gut. Thunder Arrow, ich kenne auch Thunder Sword. Ah, oh, Demon Seal. Wenn wir nicht gesehen, dass er irgendwas gemacht hat, aber okay. Wutsch. Einfach nur. Einfach nur die normalen Knöpfe gedrückt. Ja, was bringen können. Überrascht irgendwie, dass der Typ nicht so mehr physisch angreift mit seinen vier Lanzen. Was? Au. Mein Gott, wie schnell kann er zaubern? Nicht witzig. Jetzt ruhig ein bisschen näher zaubern können. Mal schauen. Ich weiß aber nicht, wie ich den Part nennen soll. Ich bin ja Leute gegen Kratos genannt, aber jetzt kämpfe ich ja noch gegen Origins, deswegen. Wahrscheinlich nenne ich den trotzdem Leute versus Kratos. Aber von Origins weiß man ja nicht, wie man gegen den kämpfen sollte. Spiegelring, sehr gut. Und Great minus 0,13, was zum Teufel. それを使ってエターナルソードすべての命あるものを救う剣とせよ。しかし エターナルソードはミトスとの契約のまま、エルフの血を引く者しか使えない。お前自身の力で使いこなし、あの剣でお前との間でもう一度新しい断りを引くがいい。ほら、見つかった、ここは。 Sehr gut. Summon Origin, okay. Was? Was? Bitte was? Das ist ja. Krüssis,
Oh nein, nicht schon wieder Colette. Reißt er einfach den Turm ein, der Bastard. Mythos, der ist Kara in der Schindel auf Seidan. So, Tonikaku, Elf Tatio Hinan Sateo. Kono Mama der Mura war kein Mitz da. Verdammt. Ey. Ich würde nur mal anmerken, dass ich noch mich ein bisschen da umschauen wollte eigentlich, aber egal. So, ich steuere mal noch bisher. Könnte mal hier einen Schnitt machen. Aber das du hast Demon Siegel gelernt, ne? Siegel, das ein Gegner umhaut. Sag für eine Beschreibung. 100. Zum Glück tun die alle irgendwie nur 100 brauchen. Es fehlt eigentlich nur noch Maxwell, oder? So wie ich das mitbekommen habe. Herr der Elemente. Demon Spear. Kombiniert aus Demon Fang und Light Spear. Das muss ich auch noch haben. Und das auch. Und das auch. Und hier nichts. Und das auch. Ja. Na gut. Was habe ich bekommen? Ich habe irgendeinen Diamant habe ich bekommen. Das Herz bekannte Material. Mineral. Verringert Schäden durch die Elemente. Gewandt der Extra. Ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.